Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu The Evil Within im zweiten DLC, The Consequence. Im Grande Finale. Wir sind jetzt wirklich schon kurz davor, Großes zu vollbringen. Ja. Und dafür bin ich froh, dass ihr wieder dabei seid und mich tatkräftig unterstützt, denn ich brauche euch. Ja. Und genau. Es ist jetzt so, wir haben uns hier kurz hingesetzt und ich habe es nicht vergessen. Ich habe mir extra gedacht, ich warte zum Beginn des nächsten Clips. Nämlich hier neben dem Sofa liegt unsere Notiz Nummer 3, ja, also die Akte Nummer 3. Es ist auch die letzte Akte hier im dritten DLC. Ja. Dann haben wir die schon einmal komplett. Und dann geht es hier dann mal die Rolltreppe runter. Also bitte hier neben dem Sofa das Collectible entnehmen. So, dann schauen wir da mal Sie runter. haben sich uns angeschlossen, aus freien Stücken. Nur wir haben uns um sie gekümmert, sie aus ihrem erbärmlichen Leben geholt. Wir gaben ihnen einen Grund zum Leben. Und wie danken sie es uns, indem sie unsere Arbeit vernichten? Wo wollen sie hin, wenn sie uns verlassen geht? Wer nimmt sie auf? Warum geben sie unsere Sache auf? Was wollen sie retten? Eine Welt, die sich nie um sie gekümmert hat. Ja, habe ich auch schon irgendwann einmal erwähnt, während dieses DLCs oder dieser DLCs, dass sie ja relativ früh von zu Hause her abgehauen ist, von ihrer Mutter, weil das war auch keine Zukunft irgendwie. Und sie wurde recht früh von Mobius aufgenommen und wie gesagt, ja, dann eigentlich ja nur als Versuchskaninchen eigentlich jetzt für diese Aufgabe, für diese Mission benutzt, mehr oder weniger, ja, eingeschleust in das Key APD oder so irgendwie, in diese ja, Polizei. Station, wo sie dann eben auch mit Sebastian Castellanos und mit Joseph dann arbeiten solle. Sollte. Gut, wir sind im Innenhof der Irrenanstalt angelangt und bevor wir da jetzt nach vorgehen, wenn ihr euch noch erinnern könnt, war da im Hauptspiel der Weg runter zum letzten Collectible. Allerdings ist hier zugesperrt. Wir gehen in auf die andere Seite rüber und hier um die Ecke rechts haben wir den letzten Tresorkopf, ja, wo Brief Nummer 8 drinnen ist. Und das ist wieder so einer, wo man das Zahlenrad drehen muss und es so aussehen muss, wie das Blut auch aussieht, ja. Also die Farbe des Blutes soll so sein wie auch hier. Also man sieht es hier leicht an den Strichen. Setzt, das stimmt schon einmal so. Dann gehen wir gleich auf das nächste über. Das kann dann nur so sein. Noch ein bisschen, dass diese vier Linien gerade sind, setzt. Und jetzt hier unten noch, ist auch einfach. Immer nach den Linien am Blut, nach diesen Blutlinien richten, die was nach unten fließen. Das einmal noch setzt, ist ganz einfach. Und wir entnehmen das letzte Brieffragment Nummer 8. Genau. Gut, dann haben wir das auch. Und jetzt gibt es eigentlich von den Haupt-Collectibles nur mehr ein Audio-Dokument, ja, eine Kassette, Nummer 19. Und das ist auch zugleich das letzte Dokument überhaupt, 19 von 19. Und dann fehlt uns nur mehr eine Schnecke und die gibt es dann ganz am Schluss. Dann gehen wir hier mal rein. Ja, genau. Da diese ominöse Tür, die geht nie auf, die geht im Hauptspiel nicht auf und im DLC ist auch nicht. Allerdings hier gegenüber die letzte Speichermöglichkeit. Haben wir überhaupt eine Speichermöglichkeit? Weiß jetzt gar nicht, man kann Blödsinn sagen. Ich glaube, man kann nicht mehr speichern, oder? Jedenfalls, man kann Audiodokument Nummer 19 entnehmen, also das letzte 19 von 19 Hitte, bitte hier am Schreibtisch entnehmen. Speichern kann man da dann gar nicht mehr. Da habe ich einen Blödsinn gesagt. Sorry. Dachte ich, aber anscheinend doch nicht. Okay, jetzt kommt noch eine kleine heikle Stelle da, nämlich da vorne. Da müssen wir jetzt ein paar so Zombies abknallen. Da müssen wir kurz warten, denn da geht gleich das Licht aus da vorne und da müssen wir am Aufzug warten, bis der runterkommt. Ja?
Allerdings sollte das nicht zu schwierig sein, aber vorher sehen wir noch was Interessantes, das wir auch schon im Hauptspiel ganz am Anfang gesehen haben. Bin ich da voll? Fast. Gut, dann holen wir mal den Lift runter und jetzt wird es gleich finster. Aufzug, Aufzug, gib Gas. Ja, ja, das ist. Genau das ist es. Da gehen sie immer so deppert im Halbkreis um einen herum. Das war ganz dämlich. Ja, vergiss es. Das war gar nichts. Das war jetzt gar nichts. Wieso schieße ich nicht gleich eigentlich? Die gehen dann so ganz langsam um einen Halbkreis und natürlich meine Drehbewegung ist noch um ein Müh langsamer. Habe ich eigentlich. EB voll, ne? Okay, das geht besser. Das geht besser, auf jeden Fall. Es dauert eh nicht so lang, bis der Lift runterkommt. Ist dann eh so ein akustisches Klingelsignal. So, jetzt ein bisschen schneller, bitte. So, du gleich mal. Obwohl, ja, das haben wir gedacht wieder, ne? Wieder! Ah! Geht's mit? Ja, ich muss schneller schießen. Das ist das Problem. Das schaut so einfach aus, ist es aber nicht. Weil wenn man da nicht sofort schießt und man muss sofort schießen und sofort nachladen, man hat da die Zeit mehr, weil die Dusse, die braucht ein Leben lang für einmal nachladen. Da vergeht in China ein Jahr. Das kann es doch nicht sein. Laufen kann es nicht, schießen kann es nicht, nachladen kann es nicht. Also was kann die Dusse überhaupt? Außer ihren Arsch herzeigen, ne? Entschuldigung, aber wirklich, das ist schon langsam. Geht mir das Geimpfte auf. Es ist wirklich ein Wahnsinn, einfach nur. So, sehen wir die vielleicht nicht, wenn ich das Licht abgeschaltet habe? Ist das möglich? Dass es da besser geht? Glaube ich auch nicht. Mal das nehmen. Weißt du, bringt das was? Ah, Entscheidung, ne? Oh Gott, jetzt kommen alle, ne? Ja, das kann mich da. Lauf weg! Ja, jetzt geht's. Lauf, lauf, lauf rein da, lauf! Die kann nicht laufen wieder. Okay, jetzt geht sich trotzdem aus. Also das, die hat nicht mal. Okay, gut, passt, super. Wir sind durch. Sowas kann mich ärgern. Da kann ich mich wirklich ärgern. Sie beantworten unsere Fragen nicht. Etwa aus Angst. Angst ist etwas Subtiles. Aber erlebt man wahre Angst, wird man kontrollierbar. Man wird formbar. Stem ist unfehlbar. Eine Maschine, die auf Angst basiert. In gewisser Weise ist sie perfekt für unsere Zwecke. Sie werden die Erste sein. Sie werden sich der Angst beugen oder sterben. Sie werden ein Beispiel für das sein, was aus uns werden wird. Gut. Leslie, warte! Geh da nicht rein! Gut, dann schauen wir uns da mal alle an. Das bin ich. Ich bin angeschlossen. Mhm. Wie alle anderen auch. Ich komme hier raus. Connelly? Oder Connelly? Sebastian. Alle schlafen. Ganz tief. Und fest. La, le, lu. Nur der Mann im Mond schaut zu, wenn die kleinen Babys schlafen. Drum schlaf auch du. Entschuldigung. Und auch, ihr seht's,
Der wahre Leslie, der echte Leslie, liegt da herinnen, der was da abgehauen ist, ja. Das war mehr oder weniger das Hirngespinst von Rubik, ja. Und ja, Rubik selbst, sind wir jetzt schon runtergegangen, ja, da sind wir jetzt durch. Da haben wir noch Joseph, genau. Und dann haben wir die Runde gemacht, wieder mit uns. Und da, hier, haben, Moment, ich muss mal kurz, ja, hier haben wir jetzt das Übel schlechthin, ja. Das Wurzel, die Wurzel allen Übels, sagen wir mal so. Und ja, wir werden das Spiel beenden. Los geht's. War nur ein Scherz, war nur ein Scherz. Stimmt ja gar nicht, das wäre zu schnell gewesen und vor allem zu einfach, ne? Natürlich nicht, ne? Aber es gibt ein cooles Achievement dafür. So steht es im Drehbuch oder so. Heißt dieses Achievement? So ähnlich irgendwie. Also tolle Sache, nicht? Auch wieder ein cooles Secret oder Easter Egg, ne? Wollte ich euch auch unbedingt mal zeigen. Glaubt da niemand, ne? Okay, gut, aber jetzt wird es wieder ernst, aber es geht wirklich nicht mehr recht lang. Allerdings, das was noch vor uns ist, das ist schon ordentlich, denn wir müssen noch gegen Mobius ran. Und ja, bin ich da jetzt richtig? Wahrscheinlich war es wieder das falsche Türl, oder? Nein, ist doch richtig. Sebastian, geh weg von ihm. Sebastian, hör mir zu. Hör auf. Du willst doch dasselbe wie wir. Gut, ich verstehe. Du bist nicht der junge Detective und das ist nicht irgendein gewöhnliches Kind. Du hast Joseph getötet und auf mich geschossen. Für mich sind das im Moment ausreichend Gründe, dir nicht zu vertrauen. Du bist ein guter Mensch. Deshalb habe ich... Es macht keinen Sinn mehr. Wenn du weißt, wer dieser Junge ist, wenn du irgendetwas weißt, dann weißt du, warum er nicht weiterleben darf. Blödsinn. Es ist Rubik. Er ist derjenige... Genau jetzt hat er sich mit ihm vereint und wieder einen Körper bekommen. Sie haben versagt. Sie hatten einen Befehl und sie haben versagt. Nein, das ist nicht real. Sie sind nicht real. Das wollen Sie glauben, aber ich bin hier. Ich war die ganze Zeit bei Ihnen. Diese Welt ist ein Albtraum. Aber Sie machen mir keine Angst mehr. Das zeigt nur, wie wenig Sie verstanden haben. Sie sollten große Angst haben. Wir haben sie, Kit. Und sie wissen, was passiert, wenn man versagt. Wir werden sie nicht einfach gehen lassen. Sie
Sie haben ihren Zweck erfüllt. Diese Welt wird ihr Gefängnis, in welchem sie verrotten. Ich scheiße auf sie. Ich hab die Schnauze voll. Ich bring sie um. Ja, starke Worte von einer starken Frau. Gut, wir haben hier lauter so komische Symbole wieder am Boden. Wenn ich die mit dem Licht anleuchte, kann ich Munition bekommen, ja? Wenn man mal meine ausgeht. Und sonst muss ich immer ausweichen. Und bei einem dann, bei dem einen letzten immer, der schlägt dann auf mich ein und das Ganze muss ich ein paar Mal wiederholen. Und dann war es das schon. So, komm, einer. Der ist jetzt. Immer kurz ein bisschen zurückweichen. Und das Ganze 3 oder 4 Mal machen. Boah. Nur nicht nah genug bei ihm hierbei sein. Ah, jetzt wieder weg. Ah, jetzt hat er mich erwischt, das war nicht gut. Das war jetzt dumm. Das war jetzt zu nah bei ihm. Geht sich das aus? Ja, ich lebe noch. Einmal was Positives, so gut. So, und wieder zurückweichen und jetzt bam. Genau, 3 Mal, glaube ich, muss man es machen. Oder noch einmal. Wahrscheinlich noch einmal. Haben wir es jetzt? Noch immer nicht. Jetzt haben wir es. So, jetzt kommen die Kidman-Rave-Zwillinge ins Spiel. Voll cool. Die sind verdammt schnell, aber voll cool. Die Kidman Rave Twins. Schaut euch das an. Ohne Opfer gibt es keinen Fortschritt. So. Die sind ja verdammt schnell immer da. Aber man kann hier irgendwo auch ein paar Munition sammeln. Ja, ach Gott, da, genau da. Aber ich habe wieder keine. Ich habe schon wieder keine. Kann ich da? Okay, ich. Wenn die ein bisschen mehr Ausdauer hätte. Wenn ein bisschen nur. Nicht viel. Ein bisschen. So. Die Rave Twins. So, ich will da nur. Kann ich jetzt. Ich will da nur. Hab ich, ich hab's nicht aus. Oh. So wollte ich eigentlich. Ich will ja nur. Ich will doch nur spielen. Oh. Ich tu doch nichts. Genau. Ich habe einfach nicht ausgerüstet gehabt. So. Okay, jetzt. Gut, ich kann mich wieder erholen, aber... Wird uns also doch noch nutzen. Und sonst bei den Rave Twins eigentlich immer nur mitten in die Fresse rein, ja. Man muss nur gut treffen. So zum Beispiel. Und das Ganze ein paar Mal. Soll aber jetzt nicht so ein Problem darstellen. Ach Gott, weil... Ja, das war wieder gut. Ja, ich habe keine Ausdauer. Das ist das. Und die braucht ein Jahr, bis er sie wieder... Ja, das war doch noch einer. So, jetzt muss... Ich brauche jetzt unbedingt... Wieder Muni. Ich brauche Muni. Wo ist Muni? Ja, laufen kann ich auch nicht, weil ich... Ja, die erholt sich auch nicht. Die kann sich nicht erholen. Die braucht ein Jahr, bis sie dir mal... Ist da noch Muni drinnen? Ja, ein bisschen was. Ja. Wenn ich nicht mehr laufen kann... Kann ich auch nicht weg. Das ist klar. Drum wird das auch nichts werden. Na, ist klar. Aber ist besser, ich mache noch einmal. Ich muss gleich umschalten und mir die Muni holen. Sorry, ich habe vorher vergessen zum Umschalten. Ohne Opfer gibt Nachladen. Es keinen Fortschritt. So, wo ist das gewesen? Wo war das? Ach jo, mal kurz selber mal konzentrieren wieder. Ach jo, sie steht schon wieder. Sie hat schon wieder. Sie hat schon wieder Chaosdauer. Schlimm. Sie ist einfach schlimm mit dir. So. Wo ist da die Muni? Da. Sie kann schon wieder nicht. So, kannst du das bitte mal. I-Frames gibt's auch nicht. Ja, klar. Ach Gott, ich sag das. Mein Gott, Walter. Techno-Babys. Ohne
Nur mehr eine da ist, ist auch schon live. Ja, das ist es auch schwer, weil die sind dann so schnell da. Die sind dann einfach so schnell da, die Freaks. Ja, ich kann nicht laufen mehr. Es ist immer dasselbe. Ja. Nimm's. Schieß. Ja, es geht sie wieder aus. Ich habe kein Leben mehr. Es ist dumm von Ihnen, uns bekämpfen zu wollen. Ich kann nicht laufen. Ja, wenn ich nicht laufen kann. Das ist Wahnsinn. Aber ich stelle mich auch so blöd an. Ich kann nicht spielen. Ich bin zu dumm, zu dämlich. Es ist einfach so. Ich gebe es ja zu. Ohne Opfer gibt es keinen Fortschritt. Ich gebe es ja zu. So. So, lass mich jetzt zumindest einmal kurz. Bitte, gib mir die Zeit. Dass ich will ja nur die... So. Wenn ich alleine weg wäre, dann ist schon besser, weil dann... Ah, ab da ist, da geht's nicht weiter. Immer nur ganz kurze... Wird uns also doch noch nutzen. Kannst du dich bitte kurz... Ist schon eine tot? Ist schon eine tot? Aber ich glaube, eine ist schon... Ich habe schon eine, oder? Ohne Opfer gibt es keine. Ich glaube, eine habe ich schon. Ich habe schon alle zwei. Okay, jetzt ging es besser. Ach Gott, also manchmal geht es gut, dann wieder... So, wir sind vor dem Grande Finale. Wir sind vor dem Grande Finale. Da vorne ist er schon. Und der ist jetzt Haupt-End-Boss-Time. Da vorne, der Freak. Er ist nicht schwer. Der ist überhaupt nicht schwer. Und bevor wir da allerdings hingehen, werden wir jetzt noch einmal kurz hier aufmagazinieren. Wir werden uns die Munition holen, was da liegt. Hier mal. Und dann haben wir da noch eine Möglichkeit, da herüben. So. Ja, die Techno, die Rave Girls da, die zwei, die... Aber cool sind schon irgendwie. So, also hier beginnt man, wenn man in diese Richtung nach vorne schaut, zu ihm, dann schwenkt man um 90 Grad nach rechts und bei dieser Säule, ja, genau hier, ich zeige es euch mit dem Punkt, hier in diesem kleinen Nischchen da, wo ich jetzt hinzeige, da ist Schnecke Nummer 5, die letzte Schnecke und das letzte Collectible im DLC. Bitte hier entnehmen die letzte Schnecke für die Modelle, für die 3D-Modelle. So, und jetzt können wir wirklich, wir haben 5 Schuss und jetzt geht's zu ihm hin. Wir müssen immer seinen, ja, komischen Wellen ausweichen, ja, und uns hinter so einem Stein verstecken und dann schauen, dass wir bis zu ihm nach vorkommen und dann in seinen riesigen Patschehändchen einfach reinballern, ja. Und das Ganze links und rechts und ja, ist nicht sehr kompliziert, ich zeig's euch gleich mal. Nur Ausdauermanagement, das ist immer das Wichtigste. Ja. Und wenn das weg ist, kann man gleich weiter. Ich gehe mal darüber. Ja, natürlich, natürlich. Sie ist wieder, sie hat keine Ausdauer. Sie ist... Die Dusse, die macht mich krank irgendwann nochmal. So, wir sind nicht gleich da. Das ist der Wahnsinn mit dir, ne? So, habe ich eben, muss ich gleich, dass ich dann geschießen kann. So, jetzt hin zu ihm. So. Gut, wo fangen wir an? Patschehändchen um 1 und bam. Und dann einfach nur ausweichen in die andere Richtung. Und gleich wieder. Und jetzt gehen wir darüber, machen wir die andere Seite.
So, nachladen. Ah, jetzt habe ich nicht getroffen. Blöd. So, noch einmal. Wieso? Ja, oh, geht's hier noch aus. So, einmal noch. Einmal noch. Und bam, genau. Und jetzt. Bam. Stirb, du Freak. Der goldene Schuss. Full Metal Jacket. Sie glauben, Sie haben gewonnen. Aber haben Sie das? Sie wissen nichts. Ich bin bei Ihnen. Und das werde ich jetzt immer sein. Sie kennen mich nicht. Ich bin stärker, als Sie glauben. The final countdown. 10, 9, 8, 7. Okay, ich komme gar nicht dazu. Sind Sie selbstsicher genug? Selbstsicher genug, um Verantwortung für Ihr Handeln zu übernehmen? Wie zur Hölle? Agent Kidman, wir übernehmen jetzt. Wie lange ist es her? 37 Minuten seit dem ersten Impuls. Wie sind wir hergekommen? Wovon reden Sie da? Warten Sie, geben Sie mir noch einen kurzen Moment. Myra, wir brauchen Sie hier. Okay, aber uns wurde gesagt, dass er einen Bericht will, sobald Sie zurück sind. Myra. Ah, verdammt. Was zum... Sie hatten recht. Ich habe versagt. Aber sie haben nicht mit dir gerechnet. Ich schulde dir was. Willkommen zurück in der Wirklichkeit, Sebastian. Ich hoffe, du findest, was du suchst. Lass den hier. Und die beiden auch. Die gehen nirgendwo hin. Niemand tut das. Ja, Wahnsinn, ne? Myra war eine von ihnen, ja? Eine von ihnen. Eine von Mobius. Ist das ein Wahnsinn? Und Julie hat gerade Sebastian das Leben gerettet. Und es war auch Julie Kidman, die als erstes aus dem Stem erwachte. There is nothing
Und Leslie? Interessant, das Hirn war weg. Von Rubik. Haben wir ja alles dann schon gesehen am Ende des Hauptspiels. Er hat sich wieder fusioniert. Er ist eins geworden mit Leslie. Er hatte wieder einen physischen Körper angenommen. Also Rubik mehr oder weniger ist jetzt in Leslie. Und alles, das ganze Spiel von Anfang an, war nur ein Traum der Gedanken. So wie es Rubik wollte. Er hat mit uns in den Gedanken, mit den Gedanken, im Traum, im Schlaf gespielt, mehr oder weniger. Ne? Und das habe ich auch schon mal erwähnt, war es noch im Hauptspiel, dass in der Zeit vom Anfang des Hauptspiels, als sie das erste Mal dorthin fuhren, bis zum Ende eigentlich nur 37 Minuten oder 36 Minuten vergangen sind. Und für uns war es ja ein ganzes Spiel lang. Jo, Wahnsinn, wir haben es durch. Wir haben alle Collectibles der zwei DLCs ebenfalls komplettiert. Plus eben der Soundtracks und der Schnecken. Und das ganze Zeugs, alles dann, schauen wir uns dann in Ruhe gemeinsam noch einmal miteinander an. Auch die 3D-Modelle ziehen wir uns noch einmal rein, wie es auch von vielen anderen Spielen von mir gewohnt seid. Genau. Ja, und ich glaube, ich brauche jetzt nicht mehr sehr viel sagen über dieses Spiel. Es ist einfach nur ein Masterpiece, ein Meisterwerk. Unvorstellbar. Sicher mitunter eines der allerbesten Horror-Games, die was ich jemals gespielt habe. Ich meine, es gibt sehr viele gute, aber auch sehr viel Ramsch. Aber das zählt auf jeden Fall zu den besseren, wenn nicht sogar zu den besten. Es ist jetzt vielleicht nicht der Psycho-Horror, dieses wirklich eklige, wie wir es aus Outlast gesehen haben, vor allem bei Whistleblower dann beim zweiten, beim DLC dann, weil es war teilweise wirklich einfach nur zum Kotzen. Aber hier, ja, war es eine gute Mischung, vor allem auch mit Story, mit viel mehr Story, wenn es mich fragt. Und man muss schon wirklich ein bisschen, ja, tiefer in die ganze Story reingehen, um wirklich alles ein bisschen so rauskitzeln zu können, ja. Also das wird so am Anfang, wenn man spielt, eigentlich gar nicht so ersichtlich oft. Also man muss dann wirklich oft ein bisschen, ja, über das Ganze dann nachdenken und so weiter und so fort. Und dann, aha, ah ja, genau, Wie eben auch zu Beginn gleich, wenn man dann denkt, wie sie mit dem Streifenwagen zur Nervenheilanstalt fuhren. Und dann dieses Pfeifsignal dann im Kopf hat, ne? Da wurde einfach wieder ein Impuls gestartet im Stem, ne? Da lagen sie schon lang drinnen, ja? Nur eben Julie Kidman nicht, ja? Weil in dieser Spritze, die sie bekam, ja, von Mobius, war vielleicht wirklich sein Anti-Serum drinnen, mehr oder weniger, dass das ein bisschen ausgeschaltet hat. Und natürlich auch, dass sie nicht so sichtbar wurde für Rubik. Aber im Endeffekt war es das ganze Spiel lang einfach immer nur ein Kampf Mobius gegen Rubik. Ja? Jeder will Leslie bekommen zu seinen Zwecken. Wahnsinn. Jo. Neue Gegner hat sie auch noch gegeben, natürlich diese blinden, komischen, grabbelnden Viecher da und ja, die Strapslede natürlich. Die war ja extrem, auch hier haben wir dann das 3D-Modell, schauen wir uns dann alles in Ruhe an. Ich freue mich schon, wenn wir dann wieder gemütlich zusammensitzen und uns das alles dann durch den Kopf gehen lassen. Ja. Mit einem guten Gehirnsupperl werden wir uns das dann geben. Und ja, da hoffe ich dann, dass ihr wieder dabei seid.
wenn überhaupt noch wer zuschaut. Ich habe keine. Also wundern würde es mich nicht, wenn mittlerweile alle abgedreht haben. Aber ja, es gibt auch immer harte, wirklich harte, die schon mal durch die Hölle gegangen sind. Die gucken das dann bis zum Schluss. Okay, dann soll es das mal gewesen sein. Das nächste Mal dann geht es hier weiter mit den Angucken der Collectibles und so weiter und so fort. Jo. Dann war's das. Dankeschön für eure Treue, für eure Ausdauer. Ja. Und sehen wir uns das nächste Mal dann wieder. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Halt's die Ohren steif. Ciao.